Bei Krankenhausaufenthalten von Sommer 2022, zwei Schlaganfälle, hatte ich mir angewöhnt, immer ein Handy mitzunehmen. Wenn ich das Haus verlasse, zum Rundgang, ich muss mich auch ein bisschen bewegen als Ausgleich zum Homeoffice. Heute 10 Stunden Arbeit und dann muss ich losziehen. Ich hatte vergessen, diesen Schalter zu betätigen. Das ist ja Strom an, aus. Das ist das Ladegerät. Sie sehen, was passiert ist, als ich das Handy eingesteckt habe, war es ganz leer. Und das war ein Risiko, weil ich da auch beim Einbruch der Dunkelheit unterwegs war. Aber meine Ehepartnerin wusste, wo ich bin. Also das heißt, das ist nochmal gut gegangen. Aber man muss nicht zu ängstlich sein. Das Leben an sich ist von Risiken verbunden. Auch kurz vor der Rente muss man jetzt auch nicht denken, man ist hier der Allerwichtigste. Also es geht immer weiter. Schönen Abend noch.